Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei schicke Toys, die wir uns bei den Tusker besorgen können. Und dazu befinde ich mich schon einmal im Azurblauen Gebirge und zwar hier unten auf den Koordinaten 24, 71. Und dort habe ich eine Quest bekommen, wo es zwei schicke Toys gibt. Wann kriegen wir die Quest? Und zwar müssen wir bei den Tusker von Iskara ein wenig die Ruhmstufe hochspielen. Und wenn wir da die Ruhmstufe 26 erhalten, gibt es dann den Schneespaß. Der Schneespaß schaltet eine Quest frei und diese Quest bringt uns zwei nette Schlittenspielzeuge. Die Quest startet einmal hier im Lager der Iskara auf den Koordinaten 12, 49. Das seht ihr dann auf der Map angezeigt. Und die schickt uns einfach hier hinter. Und sobald wir hier auf dieser kleinen Insel sind, sehen wir schon, das Ganze ist prädestiniert zum Schlittenfahren mit diesem kleinen Hügel. Und dann haben wir hier diesen NPC, Kyopo schimpft sich der, und bei dem können wir uns dann einen Schlitten aussuchen. Und zwar haben wir einmal magischer Schneeschlitten und dann haben wir Zugschlitten von Iskara. Ich werde mir jetzt den Zugschlitten holen. Und den anderen können wir dann dementsprechend vom Händler holen. Und zwar verkauft er den dann, beziehungsweise er verkauft beide. Je nachdem, welchen ihr auswählt, könnt ihr dann den anderen noch kaufen. Das kostet jetzt in dem Fall runenverzierte Krumrinde. Da müssen wir insgesamt 5 der Qualität 2 abgeben und dann chromatischer Staub. Hat mich jetzt so 4.000-5.000 Gold gekostet, war jetzt nicht so wild. Und dann dementsprechend noch ein paar Vorräte. Gut, dann lernen wir die beiden jetzt mal und schauen uns die mal an. Wo haben wir sie denn? Also, wir haben hier erstmal Zugschlitten von Iskara. Zieht einen Tusker Kinderschlitten mit dem jemand fahren kann. So rum. Also, das setzen wir mal ein. Und dann ziehen wir unseren Schlitten hinterher. Und anscheinend kann er immer draufspringen. Und wir ziehen den dann dementsprechend mit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das auf Mount gehen würde. Ah, nee. Okay, also auf Mount geht es nicht. Aber quasi, wenn ihr lauft, könnt ihr irgendwen dann mitziehen. Ist ganz nett. Also wenn jemand ein bisschen AFKen will, dann kann man den da ein bisschen mitziehen. Oder ihr den einfach aus Just for Fun mitziehen möchtet. So, dann schauen wir uns natürlich das andere Toy auch noch an. Magischer Schneeschlitten. Und was haben wir hier? Springt auf und fahrt Schlitten. Okay, also da können wir wirklich Schlitten fahren. Jetzt vermute ich mal, wenn wir bergab gleiten, geht das ein bisschen zügiger. Heißt, achso, schau mal, da gibt es auch noch einen Schlitten, wo wir so drauf springen können. Aber wir wollen jetzt unser Toy benutzen. Ah, okay, das ist sogar halbwegs schnell unterwegs. Bin ich auch auf ebener Strecke fahren? Ah, das hält gar nicht an. Okay, ich glaube, du musst nicht mal bergab fahren. Obwohl, jetzt wird es langsamer. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich einfach bergauf fahre. Okay, das Ding ist vollkommen... Es geht vollkommen wild ab, egal ob du bergauf oder abfährst. Kann ich springen damit? Nee, ich kann nicht springen damit. Hier sind sogar noch ein paar Schneemänner. Okay, ja gut. Das geht eigentlich ganz gut ab. Holy shit. Das geht auch unter Wasser. Ah, nee, okay. Unter Wasser ist dann irgendwann Feierabend. Oh, das ist ein ganz cooles Toy. Ich glaube, du bist sogar schneller unterwegs, als wenn du läufst. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jetzt schauen wir noch, wie lange das Ganze Abklingzeit hat. Hat insgesamt 5 Minuten Abklingzeit. Ist relativ kurz. Okay, damit wären wir zu Ende mit dem kleinen Toy Guide. Hab mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann, warte mal, vielleicht erkläre ich euch noch, wie ihr bei den Iskara hochkommt, vom Ruf her. Für den einen oder anderen, der da vielleicht ein bisschen Probleme hat, das an der Stelle auch noch. Also ich habe hauptsächlich Ruf darüber gefarmt, dass ich alle 3,5 Stunden ist hier in dem Lager dieses Feast-Event, da kann man sich hinstellen, per Task wirtschaften zwischen... Ja, 250 bis 600, 700 Ruf, je nachdem wie viele andere Leute da sind, kann man da eigentlich schon pro Event erwirtschaften. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, die Angellöcher zu nutzen. Die switchen ja immer, es gibt 5 verschiedene Spots, bei mir ist gerade jetzt hier ein Spot ab und einmal hier ein Spot ab. Bei den Angellöchern könnt ihr immer Dailies absolvieren, quasi jeden Tag. Und zusätzlich gibt es dann noch eine Möglichkeit, Fische abzugeben, die Ruf bringen. Dann habe ich tatsächlich auch ein paar Kisten gefarmt. Und zwar hier unten ist ein recht guter Spot. Hier in dem Bereich, in dem Lager, sind mehrere Kisten. Die sieht man leider nicht auf der Karte. Kann man aber ganz gut aufmachen. Und da kann man auch dann so ein bisschen Ruf farmen. Natürlich gibt es auch noch World Quest, Side Quest und die Main Story Quest 3, die euch ganz gut Ruf bringt. Das sind so die Main Source Sachen, wo Ruf bringen. Und ja, damit sind wir dann wirklich am Ende. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.